Das Motto ist eben die Ordnung aus dem Chaos. Also aus diesen ganzen Problemen, die dann entstehen werden, werden wir wieder eine neue Lösung geboten bekommen und die wird dann noch mehr Unterdrückung heißen. Und wie das aussehen kann, sieht man zum Beispiel schon an einem WM-Ausrichter aus dem Jahr 2022. Denn ja, genau wie die Europäische Union ist auch Saudi-Arabien ein sehr undemokratisches Land, genauso wie das angeschlossene Katar. Und in Saudi-Arabien beträgt die Arbeitslosigkeit unter jungen Saudis zwischen 30 und 50%. Aber die Armee, das Königreich hat eine Armee von 9 Millionen ausländischen Arbeitern angestellt. Und ja, die Jugendlichen in Saudi-Arabien sind arbeitslos und auch die in Katar. Die Situation in Katar sieht fast genau gleich aus wie in Saudi-Arabien. Die Monarchie von Katar ist da auch angeschlossen an Saudi-Arabien. Und ja, man holt sich hier Sklavenarbeiter ins Land. Und wahrscheinlich wird es dann hier auch irgendwann sein, dass hier niemand mehr irgendwie vernünftig Geld verdient. Wir sind arbeitslos. Gleichzeitig haben wir Leute hier, die für ein paar Euro ja, die Drecksarbeit erledigen und im Endeffekt ist niemandem geholfen, anstatt dass man sich darum kümmert, dass eben jedes Land sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet, ist es lieber so, dass man hier die Leute aufeinander hetzt und was man dann sieht, sind nämlich so Sklavenarbeiter, da komme ich auch gleich noch drauf, wie in Katar, die für die Monarchie schuften müssen, wie das in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich auch in der Europäischen Union aussehen wird. Und apropos Europäische Union, Fußball wurde auch genutzt, um den rechtswidrigen ESM durchzupeitschen. Und zwar, ja, die anstehende äußerst folgenschwere Bundestagsabstimmung über den umstrittenen Euro-Rettungsschirm ESM und den europäischen Fiskalpakt wurde 2012 verschoben, und zwar vom eigentlich geplanten 25. Mai, also vor der EM, wir erinnern uns noch, auf den 29. Juni. Und der 29. Juni, das ist der Tag nach dem Halbfinale gewesen und 2 Tage vor dem Finale. Das Problem war, dass wir dann doch im Halbfinale rausgeflogen sind. Aber hätte Deutschland das Halbfinale gewonnen, hätte sich niemand mehr für den ESM interessiert. ESM könnte der Zuhörer selber rausfinden, was das ist. Das ist quasi das Ermächtigungsgesetz des europäischen Finanzsektors, um die deutsche Staatskasse leer zu plündern. Ein hoch umstrittenes Gesetz, das eben auch blockiert wurde durch eine Verfassungsklage von unter anderem Karl Albrecht Schachtschneider. Ja, die Politik hat sich ganz bewusst den Tag ausgewählt, an dem das Halbfinale stattfindet, um eins der umstrittensten Gesetze und eins der freiheitsfeindlichsten Gesetze der letzten Jahre durchzupeitschen. Und in der Tat haben sich sehr wenige Leute dafür interessiert. Ja, um die heile Fußballwelt von so manchen Fans zu erzaubern, will ich jetzt mal darauf eingehen, welchen Leuten diese Vereine eigentlich gehören. Ich habe hier ein Musterbeispiel, das ist, den auch die meisten Leute kennen. Das ist Roman Abramowitsch, der Besitzer des äußerst erfolgreichen Fußballvereins FC Chelsea. Und zwar lese ich, um euch Roman Abramowitsch vorzustellen, mal einen Teil von dem Buch vor von Thorsten Mann, das heißt Weltoktober, Werpaland, die sozialistische Weltregierung. Und zwar steht da über Russland nach dem Fall der Mauer. Parallel zur Rekrutierung von Kriminellen wurden damals, wie der Soviet Analyst berichtet, auch meist junge KGB- und GRU-Agenten speziell für die Konservierung der sowjetischen Wirtschaft unter der Kontrolle der Geheimdienste vorbereitet. Also die sowjetische Wirtschaft sollte von den Geheimdiensten kontrolliert werden nach dem Fall der Mauer. Angehende Agenten seien damals buchstäblich von ihren Vorgesetzten gefragt worden, ob sie Lust hätten, Milliardär zu werden. Und nicht wenige von ihnen sollten später zu den Oligarchen werden, die Jelzins Russland prägten. Also die Oligarchen sind gar keine sind Kommunisten eigentlich und gar keine, wie es oft so dargestellt wird, radikalen Kapitalisten. Es sind alles Ex-Agenten, die irgendwie schon mit dem Staatsapparat verstrickt waren. Und das KGB hat so offenbar nicht nur die Kontrolle über die Teile der sowjetischen Wirtschaft, die in die Hände der Russenmafia gelangten, sondern auch über jene Teile, die in den Besitz von Leuten gingen, denen eine kriminelle Vorgeschichte nicht direkt nachzuweisen ist, gewonnen.
Nachdem aber, wie der russische Staat selbst zugibt, bis zu 95% der russischen Wirtschaft ohnehin von der Mafia kontrolliert werden, ist die Trennung zwischen Mafia und Oligarchen sowieso nicht eindeutig zu ziehen. Fest steht, dass der Großteil des gesamten ehemaligen Staatsbesitzes in der Hand einer sehr kleinen Gruppe von Menschen ist, die Verbindung zum KGB bzw. zur Mafia haben. Allein 7 Personen kontrollierten in den 1990er Jahren schon 50% der russischen Wirtschaft. Also, nach dem Fall der Mauer hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Es ist wieder eine kleine Gruppe von Menschen an der Spitze. Diese Oligarchen sind übrigens zumeist Zionisten, wen es interessiert, die das russische Volksvermögen verwalten, das eigentlich ja dem russischen Volk auch zusteht. Also nach dem Fall der Mauer wurde die Vergangenheit nicht aufgearbeitet und den Leuten wurde auch dem normalen Volk wurde auch nichts zurückerstattet von dem, was ihm weggenommen würde. Das Ganze wurde teilweise in den Westen verkauft und eben teilweise unter die Kontrolle der Oligarchen gestellt. Und Roman Abramowitsch wurde zwar erst Mitte der 90er so reich, aber er passt da genau rein. Er war eng verstrickt mit Berezowski, einer der etwas älteren Oligarchen. Und ja, er ist quasi Teil einer größeren Mafia-Organisation. Und ist kein guter Mensch und man sollte ihm eigentlich auch nicht die Hand schütteln, wenn man gegen ihn Fußball spielt. Und all diese Oligarchen bunkern ihr Geld dann in Steuerparadiesen, wie zum Beispiel dem schweizerischen Zug. Aber unsere Medien haben nichts Besseres zu tun, als über Uli Hoeneß zu berichten, der sich sein Fußballimperium ganz allein aufgebaut hat und eben nicht durch krumme Geschäfte oder Veräußerung von Staatsvermögen, sondern allein durch Fußball und keine krummen Geschäfte. Und er hatte dann halt irgendwann genug, 55% seiner Einnahmen hier an unsere Steuermafia abzudrücken. Und ja, er ist jetzt eben der Böse, obwohl er sicherlich kein Kind von Traurigkeit, aber zumindest einer der halbwegs noch seriösen Unternehmer in Deutschland war. Das will die Elite natürlich überhaupt nicht. Die will den Mittelstand ja ausradieren und sowas wie Uli Hoeneß, sowas geht natürlich gar nicht. Jemand, der sich sein Imperium selbst aufgebaut hat, wird nicht gern gesehen heutzutage. Deswegen diese riesige Schmierenkampagne gegen Uli Hoeneß. Nochmal zu Roman Abramowitsch. Der war eben ehemaliger Geschäftspartner von Boris Berezowski. Und im Jahr 2011 verklagte Boris Berezowski seinen Partner Roman Abramowitsch auf 5,6 Milliarden US-Dollar. Er warf jenem vor, ihn beim Verkauf des Unternehmens Sibneft betrogen und ihn um seine Anteile gebracht zu haben. Am 31. August 2012 wurde Berezowskis Klage von einem Londoner Gericht abgewiesen und er musste hohe Gerichtskosten berappen. Abramowitsch ist der Sohn jüdischer Eltern aus Saratow und war schon im Kleinkindalter weise, gilt aber inzwischen als einer der vermögendsten Männer der Welt. Der entscheidende Tag für den Aufstieg zu einem der reichsten Männer Russlands war für Abramowitsch 1992 eine Begegnung mit Boris Berezowski. Also Boris Berezowski, einer der ausgewählten Oligarchen nach dem Fall der Mauer, der eng mit der Mafia verstrickt ist. Und dieser Tycoon hat dann quasi Abramowitsch sein Vermögen geschenkt. Ich denke, Abramowitsch musste da sich nicht viel zu einfallen lassen. Abramowitsch baute in den 90er Jahren zunächst als Partner des Oligarchen Berezowskis ein weit verzweigtes Firmenimperium auf. Nein, er hat es einfach geschenkt gekriegt. Zum Besitz der von ihm kontrollierten Holding Millhouse Capital gehörten 80% von Russlands 5 größten Ölkonzernen Sibneft, 50% des Aluminiumkonzerns Rusal und 26% der Fluggesellschaft Aeroflot und 37% des Autoproduzenten Rusmobravto. Lange Zeit galt Abramowitsch als wichtigster Oligarch im Umfeld des damaligen Präsidenten Wladimir Putin. Sein bester Freund ist Bankenerbe Nathaniel Rothschild. Eines der wichtigsten Vehikel der Rothschilds in Russland und Osteuropa ist die Investmentbank JNR. Nathaniel als Direktor von JNR ist der wichtigste Berater des russischen Aluminium-Oligarchen Oleg Deripaska, in dessen Firma Rosal Rothschild auch erheblich investiert. Zu Neds 40. Geburtstagsfeier, also Ned Rothschild, kamen Gäste wie Abramowitsch, Lord Mendelssohn und auch Deripaska, also 2 russische Oligarchen, besuchen den Engländer und mächtigen Illuminat Ned Rothschild. Ja, was gibt es noch für Besitzer von Fußballvereinen? Da hätten wir zum Beispiel einen korrupten Scheich. Ja,
Scheich Mansur bin Zayed Al-Nayan, ein Ölmilliardär aus Abu Dhabi. Ja, Abu Dhabi oder Katar, das nimmt sich nicht viel. Also zwei korrupte Emirate, ähnliche Situation wie in Saudi-Arabien. Er hat Manchester City im Jahr 2008 gekauft und dann 900 Millionen investiert. Unter anderem kaufte er Spieler wie Sergio Aguero und Edin Dzeko sowie Carlos Tevez. Ja, eigentlich diese ganze arabische Halbinsel wird eigentlich vom zu 50-50, es ist ein 50-50-Deal von den arabischen Königshäusern, dem Haus Saud, mit der westlichen Ölindustrie. Und man sagt, ja, dieses Herrscherhaus, das Haus Saud, muss 50% der Gewinne aus dem Ölgeschäft abgeben. Dafür stellt der Westen dann diesen, ja, Eliten ihren Sicherheitsapparat und unterstützt sie militärisch. Und wer Saudi-Arabien besucht hat, weiß eigentlich, dass diese Länder, ja, Russland gar nicht so unähnlich sind, denn auch hier hat das normale Volk überhaupt nichts zu sagen. Es gilt das Scharia-Recht, Frauenrechte existieren nicht. Und auch die riesigen Paläste und Einkaufszentren in der Mitte der Stadt könnten eigentlich auch in Russland sein, weil, ja, dort im Grunde niemand ist. Das Ganze ist durch Planwirtschaft entstanden. Das heißt, ja, die Leute, die was zu sagen haben, haben eben diese ganzen Hochhäuser da gebaut und im Endeffekt hat man nicht auf den Markt geguckt und auf die Bedürfnisse der Menschen und ja, jetzt ist auch niemand da und das Gejammer ist groß, nur im Grunde kann es diesen Herrschern ja egal sein, weil sie kümmern sich ja eh nicht um das normale Volk. Also solche Leute kaufen sich hier munter ein in westliche Fußballvereine. Und den Pöbel auf den Tribünen interessiert es natürlich kein Deut, wer da eigentlich ihre Spieler einkauft. Und die verwöhnten, arroganten Spieler, die jedes Jahr 10 Millionen verdienen, interessiert es auch nicht. Hauptsache, sie bekommen ihr Geld. Ja, in Russland, in Deutschland gibt es natürlich auch dann viele Beispiele. Natürlich ist fast jeder Verein irgendwie verschuldet bei den korrupten Großbanken. Beispiel ist auch zum Beispiel Gazprom, das wirklich riesige Oligarchenimperium, das über Russlands wichtigste Industrie waltet. Die Ölindustrie ist eben auch massiv, hat es zum Beispiel in den Verein Schalke investiert. Also ja, Korruption, soweit das Auge reicht und ja, zwieträchtige Persönlichkeiten, denen man eigentlich gar nicht erst die Hand schütteln will. Die herrschen eigentlich über die Fußballligen. Ja, bei korrupten Oligarchen und Scheichs ist natürlich die WM 2022 in Katar nicht weit. Natürlich gab es schon bei der Entscheidung, dass das Ding nach Katar geht, Bestechung. Vielleicht nicht ganz zufällig, vielleicht hat es 2022 auch eine geopolitische Bedeutung, dass die WM im abgelegenen Katar stattfindet. Und ja, man darf da spekulieren. Der Skandal war jetzt vor kurzem, dass satte 44 Menschen beim Bau eines Stadions in Katar gestorben sind. Und zwar waren das nepalesische Gastarbeiter, denn drei Viertel der Menschen Katar sind Gastarbeiter. Also, das ist genau die tolle Ko Toleranz und das Multikulti, das die Europäische Union auch hier fördert und die FIFA auch hier fördert. Also die Jugend hat eigentlich keine Jobs mehr und die Leute, die arbeiten, sind Sklavenarbeiter aus anderen Ländern. Wir arbeiten stundenlang mit leerem Magen, sagt einer der Gastarbeiter, 12 Stunden Arbeit und dann kein Essen die ganze Nacht. Also, als ich mich beschwert habe, warf mich der Manager aus dem Arbeitscamp, in dem ich lebe, und weigerte sich, mir irgendetwas zu bezahlen. Ich musste bei den anderen Arbeitern um Essen betteln. Also, es werden wahrscheinlich noch viel mehr Menschen beim Bau des Stadions sterben, in Katar, aber wen interessiert das schon? Unsere arroganten Fußballprofis und das dumme Grölvolk daneben garantiert nicht. Auf Lupocativo habe ich schon vor ein paar Monaten andere Texte gelesen zu diesen Verhältnissen. All die unglücklichen Gastarbeiter kommen massenweise aus Indien, Pakistan, den Philippinen, Äthiopien und Sudan und arbeiten als Hausgehilfen und Kellnerinnen auf dem Bau. Alle die glänzenden Spiegelfassaden, die Luxusferien für reiche westliche und arabische Leute, sind von den Arbeitern aufgebaut worden, die nur 150 Dollar im Monat verdienen, wenn überhaupt.
Viele dieser Schwerarbeiter sterben an schrecklichen Industrieunfällen, also das war auch schon vor dem Bau des Stadions so, und vor allem wegen der Hitzeerschöpfung bei über 40 Grad oder sogar manchmal 50 Grad im Schatten, und auch minimalen Sicherheitsstandards. Und am Ende ihres 12-Stunden-Tages werden sie auf Lastwagen verladen und in ihre armseligen Behausung zurückgebracht. Tja, arabischer Sklavenhandel ist schon sehr alt und ja, die strategischen Alliierten aus Washington, strategische Alliierte ist das Neusprechwort, also für diese Beziehung, die scheren sich natürlich auch einen Dreck, dass da in diesen Ländern das Scharia-Gesetz gilt und dass die Bevölkerung ja fast nichts zu essen hat und arbeitslos ist und nur ein paar reiche Oligarchen, genau wie in Russland auch, die Fäden ziehen. Und Katar ist übrigens auch noch ein Land, über das die CIA ihre Waffen nach Syrien schmuggelt, also ein militärischer Partner, der eben auch an diesen großen Kriegen mitbeteiligt ist. Katar hat zum Beispiel den Schmuggel von Sturmgewehren, Granatwerfern und Panzerabwehrraketen aus der Türkei mitfinanziert und ja, sorgt jetzt dafür, dass Al-Qaida in Syrien das Land zerstört und dort hunderttausende Menschen tötet. Also wir könnten die WM auch gleich in Nordkorea veranstalten. Dort herrschen eigentlich ähnliche Verhältnisse und die komplett ignoranten Fußballspieler würden wahrscheinlich auch einfach nach Nordkorea fahren. Also die Möglichkeit, dass man mal eine Fußball-WM ausfallen lassen könnte, wird nicht in Betracht gezogen. Ja, die FIFA ist sowieso komplett korrupt. Logischerweise, es wurde da ein riesiger Bürokraten- und Funktionärsapparat aufgebaut. Die Sportfunktionäre können von allen Seiten bestochen werden und haben auch Millionenbeträge kassiert, um eben ja, solchen Ländern wie Katar dann die Rechte zu geben, eine Fußball-WM zu veranstalten. Ja, ein lustiges Ereignis war ja vor 13 Jahren, dass die Titanic ja an Vertretern der FIFA einen Geschenkkorb vor das Haus gestellt hat und ihnen gesagt hat, dass sie doch bitte anstatt für Südafrika als Veranstalter der WM 2006 für Deutschland stimmen sollen. Und komischerweise hat genau der Mann, dem man dann diesen Geschenkkorb vor die Tür gestellt hat, das auch als Zeichen gesehen und hat in der Tat für Deutschland als Veranstalter der WM 2006 gestimmt und uns somit unser Sommermärchen ermöglicht. Wie nett der Deutsche Fußballbund ist, hat man dann gesehen. Sie haben nämlich auf eine Schadensersatzforderung von 600 Millionen D-Mark geklagt. Sie haben Martin Sonneborn verklagt, der damalige Chefredakteur der Titanic. Ja, absolut korruptes Pack und ja, in welchen Ländern dann diese 2018 ist es dann ja auch in Russland, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, Kriminalität und Korruption, soweit das Auge reicht. In diesem Bereich gibt es eigentlich keine Ethik und das Ganze ist ein riesiger Bürokratenapparat, der eigentlich abgeschafft gehört.